Freunde, was geht ab? Ich bin's wieder, die Tami. Yay, willkommen zurück zu einem neuen Video heute hier auf meinem Kanal. Ich freue mich mega. Ich habe ein paar Produkte, die ich für mich persönlich mal gerne ausprobieren wollte. Nicht zwingend neue Produkte, aber Produkte, die ich für mich halt sehr interessant fand, wo ich neugierig war, die man schon mal da oder hier auch gesehen und gehört hat. Dann wollte ich selber mir einfach meine Meinung bilden und habe dann mal einfach ein bisschen losgeshoppt und ich wollte euch gerne zeigen, was bei mir neu eingezogen ist. Manche Sachen habe ich dann auch schon über die Tage wirklich länger verwendet, um da auch ein bisschen vielleicht eine Meinung zu sagen zu können. Vielleicht ist die für euch hilfreich. Ja, ich freue mich mega und ich würde nicht lange drumherum quatschen und wir starten jetzt sofort mit dem Video. Ich habe bei Flaconi bestellt gehabt und zwar wollte ich die Lid Foundation mal ausprobiert haben von Ungrete. Die habe ich bei Instagram jetzt öfters gesehen, die wurde mir immer wieder angezeigt und Gretel und alles und da war ich recht neugierig. Ja, ich kann euch einmal kurz hier zeigen, wie die aussieht. Das ist die Farbe 2.5 gewesen. Aber ja, ich habe den Support angeschrieben, ich habe die 3 Tage verwendet mit verschiedenen Primer und Grundlagen und das hat absolut nicht für mich funktioniert. Mega schade, Support ist richtig gut. Aber in der Bestellung habe ich mir dann noch so Kleinigkeiten geholt, wie unter anderem von Catrice und Sugar Scrub für die Lippen. Das finde ich richtig gut, das benutze ich um den anderen Tag abends vor dem Duschen. Da sind so Zuckerstückchen drauf und ja, riecht gut, ist danach auch sehr geschmeidig, meine Lippen und finde ich richtig, richtig gut. Habe ich auch gesehen, gibt es bei uns auch beim DM in der Theke. Und dann war ich auf Burt's Bees Tinted Lip Balm auch ein bisschen neugierig und gespannt. Den benutze ich auch sehr gerne, aber für einen Tinted Lip Balm, der ist sehr, sehr leicht. Dann schmiere ich mir den immer, bevor ich das Make-up auftrage, schon als Pflege vorab auf die Lippen und dann lasse ich das immer so was einziehen. Es gibt leicht Farbe ab, aber jetzt nicht wirklich sichtbar. Deswegen, ich trage das immer vorher auf und lasse das einziehen. Es ist ultra, ultra weich. Ja, so die allerletzte bestellte Foundation war halt die Lies und die ich dann davor noch bestellt hatte. Das war die Urban Decay, die eine von Becker Ultimativ Coverage Foundation. Da bin ich mal von der Hattie drauf aufmerksam geworden und bin wirklich sowas von begeistert und zufrieden. Ultra, ultra schön bei mir. Ich glaube, ich hatte noch eine von Catrice. Moment, ich gehe nochmal gucken. Ne, da habe ich mich vertan. Ich dachte, ich hätte noch eine aus der Drogerie gehabt. Egal. Und ich mische mir die unheimlich gerne zusammen. Die ist halt sehr kräftig. Die ist halt schon sehr, ja, so dick. Also man merkt auf jeden Fall, dass da ein gut Produkt ist. Die ist ultra leicht, aber für mich, ich glänze halt so, so schnell, ist das alleine ein bisschen schwieriger. Ich komme gerade nicht drauf klar. Ich meine, ich hätte da noch was gehabt. So mische ich mir die 2 Farben immer sehr gerne. Also die hat so, also es war die perfekteste Foundation, die ich je für meinen Hautton hatte. Ich habe mich so herbe gefreut. Und da seht ihr, die Konsistenz ist halt schon sehr, sehr kräftig und sehr fest. Und die mische ich mir super gerne mit der Hydromanic. Und das ist die Farbe 20. Und die gebe ich mir so als kleinen Kleckser noch dabei. Mische mir das hier einmal so zusammen. Und trage mir das mit einem Pinsel von Morphe. Ich habe mir so ein neues Set bestellt gehabt und trage mir das damit mal auf. Tipp dann hier so rein und gebe mir das aufs Gesicht. Die Foundation von Becker, die braucht auf jeden Fall ihre Einarbeitungszeit, weil die schon sehr kräftig ist. Das merkt man, wenn man so aufträgt. Es ist ein Widerstand da, die gleitet nicht so flüssig wie zum Beispiel hier die von Revolution Pro, die Drops. Die finde ich ja richtig gut. Das ist ja so zack, 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 ist alles im Gesicht. Hier braucht man auf jeden Fall so ein bisschen seine Zeit und muss das so ein bisschen gut einarbeiten. Zu dem Pinsel von Morphe, ich kann mich gleich mal das Set in die Kamera halten. Also ich würde es mir nicht nochmal bestellen. Das ist das Set. Es ist halt so ein paar Augenpinsel sind dabei. Die finde ich halt nicht wirklich ja, so unterschiedlich von den
Abstufungen, man hat nicht wirklich was für präzise zu arbeiten, sind mehr so große Blenderpinsel. Hier den und den, ja, es piekst alles sehr. Dann haben wir noch die beiden, ja, die finde ich mal für was zum Auftragen ganz okay, auch nicht wichtig. Ich finde nur zwei wirklich gut, das ist einmal der hier, das ist für mich so ein Lippenpinsel, wo man schön präzise mit arbeiten kann oder sich hier irgendwie Feinheiten malen, ziehen kann. Und unten habe ich noch so einen abgeschreckten, der auch sehr, sehr schmal ist wie der. Damit mache ich mir die Augenbrauen mit Puderprodukt oder so ein Pomade. Das, also der und der, der unten liegt, das sind für mich wirklich die besten aus dem Set. Und sonst, nö. Hier habe ich einen Evelyn-Schwamm. Ich meine, der war jetzt von Evelyn. Ja, meine ich auf jeden Fall. Der stand unter neu, war der damit mal aufgestellt, auf so einen Pappständer. Voll süß, ich habe es jetzt gerade nicht da. Er kommt dann so mit so einem süßen kleinen Aufsteller, wo man den so reinstecken kann in Gold. Und den finde ich richtig, richtig gut für die paar Euro. Ich bin da so drauf kleben geblieben, dass ich den eigentlich tagtäglich nur noch benutze. Zur Concealer habe ich mir zwei neue geholt. Einmal ein paar von Revolution Pro in zwei verschiedenen Farben in C1 und C2. Die muss ich mir mal zusammenmischen. Und ich war halt neugierig auf den Born to Glow Concealer. Und ja, was kann ich dazu sagen? Ich habe beide jetzt schon länger über die Tage getestet. Ich mag diese Puschelbürstchen tatsächlich da vorne. Ich meine, ich kann verstehen, wenn das oft abgeschnitten wird oder ein bisschen in Kritik gerät, weil das halt vielleicht etwas unhygienischer ist. Aber ich denke mir auch, ob ich jetzt hier in diese Dinger reingehe, wo dieses Applikatorstäbchen mit drin ist oder auftrage oder so. Also wenn man damit ordentlich und sauber umgeht und vielleicht nicht gerade so schmandig, oh gut, bleibt auch nicht aus. Ich finde das ganz okay. Ich mag den auch sehr gerne. Der ist leichter im Verhältnis zu dem hier. Der creased bei mir auch nicht wirklich. Und also da tun die sich beide nichts vom Creasen. Die sind richtig fest und dick. Ich finde auch etwas schwer und haben eine höhere Deckkraft. So, also die sind für mich sehr, sehr stark deckend. Da greife ich so im Alltag nicht wirklich dazu, weil man das dann schon eher sieht, wenn die Foundation was leichter ist. Beide finde ich aber echt gut, muss ich sagen. Die sind ein bisschen matter, die trocknen was ab an hier beim Finish und der bleibt richtig smooth und hat halt diesen Glow mit drinnen, aber auch nicht zu glow, finde ich, weil ich bin ja sehr schnell in der T-Zone ölig und glänze sehr schnell. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie das noch schneller hervorhebt oder ich noch zu matschi-matsch aussehe. Also wirklich zwei ganz tolle Produkte. Ich wollte ja eh mal die Revolution Pro Sachen abfilmen und benutze mir jetzt die beide und ich mische die einmal. Wir nehmen jetzt einmal C1 und man muss hier wirklich gut drücken, weil da kommt ein ganz dickes, cremiges Würstchen raus. Und das ist sogar schon viel zu viel. Also die sind so ergiebig, die Dinger. Also da war ich direkt auf Anhieb so überrascht, so positiv überrascht, wie wenig man braucht, um so viel Fläche zu bedecken zu können. Ich mache euch mal so ein bisschen, ich swatch die mal so ein bisschen aus. Da haben wir einmal hier C2 und hier einmal C1. Dafür nehme ich dann jetzt mal den Morphe Pinsel. Die sind leider, ach doch, hier steht so komische Zahlen drauf. Egal, war ja im Set. Ich gehe in beiden Farben so leicht rein. Der ist ein bisschen gelblicher, also C1 und der C2, der ist so ein bisschen peachiger. Würde ich nur C1 nehmen, würden meine dunklen Augen halt gräulicher werden. Ich brauche halt so einen Peach-Ton und das tupfe ich mir dann hier auf. Und der ist halt auch sehr feste. Aber man kommt ultra weit mit. Nur so ein bisschen. Guckt mal, ich habe jetzt wirklich nur hier vorne so ein bisschen reingetuppt. Wenn ich das einmal so großflächig aufgetragen habe, gehe ich auch wieder mit meinem Schwämmchen und arbeite mir das ein. Möchte hier nicht zu lange warten, weil der halt sich so ein bisschen festsetzt. Was ich sehr gut finde, wenn die etwas antrocknen. Brauche ich weniger Puder, wenn die sich so ein bisschen ansaugen und antrocknen. Wenn ich ihn ausgeblendet habe, das sieht richtig fein aus. Oh, ich habe vergessen, ich habe mir mal jetzt die Tage noch von Catrice
One Step Skin Perfector Primer geholt. Eine Freundin hat mir den empfohlen, den hätte ich ja auch mal auftragen können. Was soll der machen? Alles in einem Schritt. Feuchtigkeit, Pflege, Perfektion und Schutz. Ich habe was vergessen, musste Treppen laufen. Jetzt bin ich wieder so aus Atem, weil ich ja so sportlich bin. Ah, ich weiß nicht. Der perfektioniert mit Vitamin C und Sonnenschutz. Ich kann ihn einmal swatchen. Er hat dann da so ein bisschen diese Pigmente, die dann so aufbrechen, wenn man sich den einreibt. Ja, Sonnenschutzfaktor, da würde ich mir immer erst einen richtigen auftragen. Ist mir zu viel genommen, aber man kann, glaube ich, sehen, dass die Farbe sich wechselt. Wird schon so beige-cremiger. Ja, ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung damit gemacht. Jetzt zieht es langsam ein, seht ihr? Kann man machen, muss man nicht machen, aber hat mich jetzt nicht direkt umgehauen. Und man sieht es auf jeden Fall. Das ist nicht schlecht. Er macht auf jeden Fall einen Shiny-Effekt. Was steht dann noch da drauf? Care Prime Softened Lichtschutzfaktor 20. Das ist ganz okay. Doch. Ich finde, der riecht sogar lecker. Hat so ein bisschen Sommer und Sonnenmilch. So, also. Es sind 30 Milliliter drin. Ich glaube, der war auch nicht so teuer. Was sind das, 4 Euro oder so? Ich versuche euch die Preise auf jeden Fall alles wieder einzublenden. Jetzt kann man es gut sehen, dass da auf jeden Fall diese Farbpigmente mit drin waren. Schau mal, jetzt sind ein paar Minuten vergangen. Ich war kurz unten, habe noch ein Produkt geholt und ja gut, es kriecht natürlich etwas in die Falten. Das bleibt nicht aus. Man hat ihn nun mal, aber verhältnismäßig ist das echt cool. Und der ist jetzt noch nicht gesettet. Ich blende mir das jetzt noch einmal aus und sette dann jetzt schon mal unter dem Auge. Und da habe ich für mich jetzt mal das von Becker aus probiert. Dieses Hydra Mist Set and Refresh Powder, das habe ich ja auch jetzt öfters mal gesehen, damals bei Hatti vor allem, wie faszinierend die Leute waren mit diesem Nasseffekt. Ja, dann kann ich nicht mitreden. Ich mag aber diese Dosen mit diesem Netz immer sehr, sehr gerne. Die finde ich richtig gut. Da benutze ich jetzt mal, ja, ich suche mal, ich habe auch neue Pinsel. Hier ist einer und... Und den haben wir. Das sind auch zwei Pinsel, die ich aus der Drogerie gesehen habe, aus der Drogerie habe. Und das ist wieder dieses, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, dieses Leihai, keine Ahnung. Ich hatte da ja letztens mir mal so einen kleinen Augenpinsel hier, den hier mitgenommen. Der lag da und war reduziert. Ich war unfassbar positiv darüber begeistert. Und dann habe ich die gesehen, dass die da ein paar hatten im Aufsteller. Direkt mitgenommen. Also die finde ich richtig gut. Und da tupfe ich dann jetzt hier einmal rein und nehme hier ein bisschen in den Deckel abklopfen und nehme das, weil das nicht so austrocknend ist, für unter die Augen. Für mein restliches Gesicht benutze ich von Catrice Poreless Perfection Powder. Ich meine, das war jetzt relativ neu. Das ist die Farbe 10 Universal Shade. Finde ich richtig gut. Benutze ich, seitdem ich das habe, auch jeden Tag. Und gehe auch mit diesem Pinsel hier rein. Nehme überall das Produkt auf und stempel mir das großzügig über das gesamte Gesicht. Ich finde, dass mich das nicht tot mattiert, aber trotzdem gut settet. Ich merke das auf jeden Fall. Und das ist auch recht weich. Also... Da bin ich auch richtig begeistert von, vor allem wegen Drogerie. Und ich finde auch, dass das Hautbild etwas verfeinert wird. Ich habe ja hier zum Beispiel auch extrem Poren. Also um die Nase müsste ich auch immer so einen Primer machen, aber mache ich eigentlich nie. Ich würde jetzt mit Bronzer weitermachen. Da habe ich unter anderem mal mir von Revolution Pro Sculpt & Glow Contour & Highlighter Palette geholt. Die finde ich auch ganz toll. Ja, Contour kann man machen. Ich benutze das aber trotzdem lieber auch als Bronzer, weil ich finde den nicht zu gräulich. Und der Highlighter, der ist auch richtig nice. Ich versuche euch das mal ein bisschen besser zu zeigen. Einmal der Highlighter. Die sind auch ultra weich. Und daneben machen wir einmal den
Ja, da seht ihr das. Also der hat auf jeden Fall auch einen Schimmer, der ja, die Contour Bronzer Ton. Und ich finde, er ist halt sehr warm. Also ich finde, das geht voll klar als Bronzer. Dann habe ich mir von Revolution, da bin ich aber überhaupt nicht mit zufrieden. Kann auch sein, dass es vielleicht an der Base manchmal liegt, an den Pinseln, aber grundsätzlich habe ich das Problem nie. Also gehe ich eher von dem Produkt aus. Das ist auch dieser riesen Bronzer. Welche Farbe ist das? 01 Cool Mega Bronzer. Und der ist bei mir halt herbe, fleckig. So an sich, so auch so ein weißes, ultra geiles Produkt, aber ich verstehe es nicht. Das ist auch ein sehr schöner, warmer Schokobraunton. Ich komme mit dem absolut nicht klar, obwohl ich den echt gerne mögen würde, weil der Ton auch ganz nice ist. Muss ich mal gucken, wie ich mich da noch reinfuchse. Welchen ich richtig geil finde, das ist doch jetzt hier so neuer, von Catrice, dieser Mineral Bronzer Vegan in der Nummer 10. Papierchen kommt mir entgegen. Der hier, die sind ja herbe riesig, ne? Den finde ich so schön und gut. Der ist jetzt wesentlich heller. Ich kann die beiden mal nebeneinander halten. Dann ist der schon violettstichiger. Aber so weich und zart. Und ja, den würde ich jetzt sehr gerne mit euch auftragen. Und wir können ja dann hiervon den Highlighter benutzen. Und nun gucken wir mal, wie sich das alles so miteinander verblenden lässt. Einmal den Pinsel grob abwischen. Dann nehme ich einen von Real Technique. Das ist der hier, der Blush Brush. Dann gehe ich sehr gerne hier rein von allen Seiten und trage mir das großzügig auch auf. Der ist nicht so stark pigmentiert, der ist für mich nicht zu dunkel. Ich kann halt nicht wirklich einen Fehler machen. Er wurde bei mir nicht fleckig und es sah so soft und weich aus. Das ist der Bronzer jetzt einmal aufgetragen und der verfeinert auch nochmal richtig das Hautbild, weil er so weich und so smooth darüber geht. Also richtig, richtig nice einfach. Jetzt nehme ich hier so einen Pinsel von Make-Up Studio. Ich habe mal gegoogelt, die sitzen ja in Amsterdam. Make-Up Studio ist auf jeden Fall auch cruelty-free. Da habe ich auch so das eine oder andere mir mal geholt, aber schon echt lange her. Aber finde ich cool, nur mal so am Rande erwähnt. Gehe dann jetzt in die Farbe rein, nehme mir hier so ein bisschen was mit dem Pinsel auf und trage mir das mal jetzt hier als Highlighter schön auf. Gehe immer über mein Lippenherz, das liebe ich ja immer. Es ist halt so ein weicher, schöner Glow, weil keine großen Schimmerpartikel drin sind. So, in der Kategorie Blush habe ich mir letztens einmal den Wonderful Baked Blush Lighter geholt von Essence. Nummer 1, Believe in Yourself. Das ist auch ein ganz tolles Ding. Ich habe manchmal nur ein bisschen Struggle. Manchmal sind mir gewisse Blushes einfach totmatt oder zu viel Highlighter drin. Das ist zwar jetzt auch so ein Blush Lighter, aber manchmal fehlt es, ja. Ich finde es dann doch noch ein bisschen zu doll irgendwie. Aber die Farbe ist unheimlich schön. Ist, ja, was soll ich euch sagen? Ist halt so ein Pink-Gold. Es ist einfach so schmeichelhaft, je nachdem, was man für einen Ton hat. Und die Haare und so ein Sommerlook. Sensationell. Dann habe ich noch Sweet Chicks Matte von NYX. Da stand ich in der Drogerie, habe den geswatcht und das war so, boah, wo kriege ich den her? Der war, glaube ich, auch meiner Flaconi-Bestellung dabei. Und er ist halt recht dunkel. Vielleicht eher so für den Herbst wieder gedacht. Obwohl da matt draufsteht, finde ich, ist der so ein bisschen, ja, der ist nicht so ganz matt. Also, ja, es ist, als wenn da so ein Stück Perle mit drin ist. So, ich weiß es nicht. Das ist natürlich sehr kräftig und jetzt sehr dunkel. Aber ich fand beide gut und beide haben auch wirklich über den Tag bei mir gehalten.
Ich würde mal sagen, wir machen vielleicht so eine kleine Kombo aus beidem. Hier habe ich so einen Essenspinsel und gehe einfach mal ganz leicht hier in Sweet and Chic. Arbeite mir das so ein bisschen ein. Ich habe hier immer so ein Handtuch liegen und dann tippe ich mir das mal hier ganz zart schon mal auf. Und dann baue ich mir den eher auf. Können wir ja ganz leicht noch in den Baked Blush Lighter gehen. Auch den arbeite ich mir ein bisschen ein. Jetzt und gebe mir den dann eher hier hinten hin. Es ist halt schon sehr schön glowy. Man hat die roten Wangen, man hat den Bronzer und es sieht halt sehr, sehr gesund und frisch aus. Was sagt ihr? Könnt ihr mal gerne so zwischendurch ein Feedback da lassen. Ich gehe jetzt an die Augenbrauen ran. Da habe ich als letztes Neues mir mal die NYX Stifte rausgeholt. Die wollte ich sehr gerne probieren. Meine Lieblingsfarbe ist von Benefit, die Nummer 2. Da bin ich jetzt leider noch nicht irgendwo in der Drogerie nahe dran gekommen. Das ist jetzt die Farbe Ash Brown und ich habe noch Taupe unten und ich finde die eigentlich beide sehr warm für die Verhältnisse. Aber die tun es für mich trotzdem. Es ist halt, ja, nicht mein Lieblingston, wenn es danach geht, aber vollkommen ausreichend. Kommt mit zum Spoolie, das liebe ich sowieso. Ich brauche immer noch mal das Durchkämmen von den Haaren und ja, dann mache ich mir einmal schnell die Augenbrauen. So einmal so ein Zwischenstep, da könnt ihr mal sehen, so den Unterschied. Ja, die geben gut Farbe ab, lassen sich auch sehr gut verblenden und ausbürsten, nochmal, wenn man irgendwo zu dick gemalt hat. Also es sind gute Stifte meiner Meinung nach. Aber ich bin halt eher so hier gräulicher und ich finde, dann ist das schon sehr warm. Also was haben wir gesagt, war das jetzt für eine Farbe? Das war Ash Brown und ich kann das euch einmal hier mal swatchen. Für Ash finde ich das sehr warm. Also ja. Funktioniert aber. Es sind halt so minimale Farbabstufen, wo andere sagen Scheiß drauf und man selber vielleicht das eher wahrnimmt. So Paletten. Ich persönlich finde hier immer Paletten sehr, sehr spannend. Da habe ich jetzt so 4 letzte neue. Die kann ich euch mal zeigen. Von den vier als letztes hatte ich die mir auch geholt, wo ich einiges von Revolution Pro ausprobieren wollte. Die habe ich dann auch im Alltag öfters getragen, auf Arbeit habe ich auch so ein bisschen mitgenommen. Das konnte man in den Stories sehen. Ich finde die 10 Euro, glaube ich, ganz okay. Wenn man hier so reingeht, die sind halt schon sehr trocken. Man merkt, finde ich, schon so leicht die Glitzerpigmente. Die sind vielleicht etwas kratziger im Verhältnis zu anderen, die wir so kennen, wenn die so butterweich sind. Die Farben sind aber nach wie vor, finde ich, richtig, richtig gut. Also ich war total zufrieden. Die poppt halt nicht, wer weiß wie. Ist halt alles sehr leicht gehalten. Aber ich denke, für den einen oder anderen kann das halt sehr interessant sein. Und ich konnte wunderschöne Looks machen. Ihr hattet auch Interesse, ich habe es noch nicht geschafft. Ich wollte eigentlich so ein Full-Face Revolution Pro machen. Bei uns der Rossmann, der kriegt überhaupt keine Nachlieferung. Und ich finde auch die Farben echt schön. Dann habe ich mir die noch geholt, die 90er. Schockverliebt. Habe ich auch für Lux zu gemacht. Ich verlinke euch mal da oben. Könnt ihr mal reingucken. Ich finde die sensationell. Sensationell. Wirklich. Ich habe mir die Ziegler Palette geholt. Die fand ich dann auch sehr interessant. Auch dazu habe ich 4 Lux gemacht. Könnt ihr mal, ich verlinke euch am besten einfach hier den Make-up Album, dann könnt ihr mal ein bisschen durchstöbern. Und dann habe ich von Morphe und Nikita die große Palette mir noch geholt bei der Bestellung. Ja, und die fand ich eigentlich auch ziemlich spannend, muss ich sagen. Und mit der habe ich mich jetzt noch nicht wirklich ausgetobt. Und wenn das für euch auch ein Interesse ist und okay ist, würde ich lieber jetzt zu der greifen als zu der. Aber von den 4 absoluter Favorit. Sowas von.
sowas von mit Abstand, aber sowas von. Guck mal, dieses Blau lacht mich auch gerade an, weil als letztes Neues habe ich mir ja noch die 3 Kajals geholt. Die haben wir ja auch schon mal zusammen verwendet und die beiden waren richtig gut. Vielleicht kann man da ja nochmal was machen. Aber, ach, ich sehe gerade, hier ist auch so ein Blau drinnen. Das ist mehr bläulicher. Hier haben wir mehr Türkis bei der BH. Und wir können ja mal gucken, ob wir da was draus zaubern können. Was ich hier halt mega irgendwie cool fand, sind auch hier diese, wie sagt man zu sowas, marmorierten Tönen drinnen. Und hier dieses, dieses ganz weich Gel mit ganz viel Glitzer. Und das fand ich dann irgendwie, ja, man kann mit der Palette unheimlich viel machen. Unheimlich viel. Kann man halt so als Topper noch benutzen. Wenn ihr dazu auch gerne mehrere Looks sehen wollt, weil ihr ein bisschen Inspo braucht, sehr, sehr gerne. Ich habe da immer sehr viel Spaß dran, mich dann da so ein bisschen auszutoben. Und hier ist ein Ton drinnen, das habe ich sogar auf mein Lid getan für meinen Hochzeits-Make-up-Look. So, wir gehen jetzt erstmal ins ganz Helle hier. Dann nehme ich wieder diesen Morphe-Pinsel und gehe einfach erstmal einmal unter mein Lid und sette mir das hier oben. Ich will unbedingt dieses krasse Grün ausprobieren und gehe mit dem Pinsel von Boutique ist das rein. Ich dämpfe mir mal das hier hin. Also ich merke direkt, wenn ich rumblende, guck mal, dann kriege ich da ein Fleck, sprich das Pigment verabschiedet sich, lässt sich direkt wieder aufbauen beim Aufstempeln, aber sobald ich blende, verliert sich das doch schnell. Da seht ihr, ja, da kann man es jetzt gut sehen. Das ist scheiße, das muss man so sagen, das ist scheiße. Jetzt möchte ich in das Türkisblau gehen. Nehme auch wieder hier so aus dem Set das, diesen Morphe-Pinsel. Und den will ich mir jetzt mal hier hinstempeln. Boah. Ja, Farbe kommt mega krass an. Dann nehme ich einen fluffigen Pinsel aus der Reihe und gehe jetzt hier in dieses helle Rosé erstmal. Blend mir das mal hier so als Transition hin. Ich wechsle jetzt mal zu einem MAC 217 Pinsel. Gucken, ob ich ein bisschen mehr Pigment aufs Lid kriege. Ich bleib bei dem Pinsel und gehe jetzt in BB Boy und pack mir das nochmal hinten mit drauf. Ich finde nicht, dass sie sich gut ineinander blenden lassen. Ich gehe so ein paar Mal hin und her in die Farben Pink und in dieses Blau. Ich wollte, dass sich das auf ein Violett da trifft. Es kommt zwar ein Violett raus, aber die es ist kein schöner, weicher Blend. Die Farben verschwinden beim Ausblenden recht schnell. Und irgendwie, weiß nicht. So, ich möchte jetzt mit dem Finger die Farbe Nikitana auftragen. Das ist so ein blau-violett-Schimmer. Ich kann es einmal swatchen. Ah, vielleicht muss ich da noch was drunter machen, weil das eher so wie so ein Topper ist. Gibt nicht wirklich selber viel Farbe ab. Ist halt so ein Glitzergedönse. Ich glaube, dann gehen wir nochmal in BB Boy und geben uns das einmal komplett aufs Lid. Und toppen das dann nochmal. So, jetzt in die Farbe Kitana. Also da habe ich jetzt schon erfahrungsgemäß gehabt, dass das auf jeden Fall Fallout macht. Ja, auf jeden Fall dann immer vorher das auftragen, bevor ihr die Base macht.
Der kommt eigentlich vom Gefühl genauso hin wie die hier. Also es ist nicht weich, es ist nicht sputtrig. Ich würde behaupten, man merkt die Glitzerpartikel. So, dann teile ich mir einmal diesen Epic Rare Nyx Liner auf, den Blue Trip. Die fand ich richtig gut. Und die haben den ganzen Tag bei mir gehalten. Die habe ich dann mit der BH Palette noch gesettet, schön ausgeraucht und das war sensationell. Das war ein richtig schönes, tolles Ergebnis. Gehe dann jetzt wieder in die Farbe BB Boy. Nehme mir so einen kleinen Emilienpinsel und sette mir das. Und gehe nochmal in die helle rosa Farbe darunter und blende mir das so ein bisschen aus. So, ich habe mir einmal kurz mit der Wimpernzange, die ist von Tarte, ein bisschen die Wimpern gecurlt. Ich benutze jetzt die Mascara, die Lift Up in Waterproof. Oh, die finde ich auch so richtig klasse. Das Bürstchen ist zwar so ein bisschen Monster und herbe, aber ich komme trotzdem damit klar. Und selbst wenn ich anstoße, die lässt sich ganz leicht wieder entfernen im Q-Tip. So schaut mal, Freunde, mit der Mascara jetzt. Also ja, bei so einem Augenlook gehört natürlich eigentlich immer Lashes zu, aber nur für euch, dass ihr mal seht, wie die so performt bei mir. Und ich mag die Mascara unheimlich gerne und würde mir die nachkaufen. Ich finde die ganz toll, ich mag dieses Packaging, ich komme mit dem Bürstchen klar, die macht bei mir einen super guten Effekt. Und die ist auch zuverlässig, die hat dann auch bis abends immer gut gehalten, also da kann ich nichts Schlechtes drüber sagen. Bei den Lippen habe ich mir auch von Catrice, ich bin voll bei Catrice hängen geblieben im Moment, so diese Lip Tint geholt. Zwei Stück. Einmal in so ein Rosé. Der ist auch ein bisschen leichter zu handhaben, fand ich. Weil der nicht so herbe krass ist. Weil oftmals, wenn man hier drauf macht, hat man ja direkt so einen Farbkleckser. Und bei dem Rot ist es halt so, dass man da so ein bisschen aufpassen muss. Es ist so ein Korallrot, Orangerot und ich finde beide echt toll. Schmecken ekelhaft, da habe ich echt immer das Gefühl, dass irgendeine Chemie in meine Fresse kommt. Da sieht man, wenn ich es abwische, ist halt direkt so eine Farbe drauf und das hat dann auch so schön über den halben Tag eigentlich echt immer so gut gehalten und dann so ein bisschen Lipgloss drauf. Und ich denke, dass jetzt hier für den Look der Rosé ganz nice ist. Also der Palette möchte ich auf jeden Fall noch mal eine Chance geben. Vor allem möchte ich die Erdtöne mal benutzen. Die Goldtöne, Bronze, hier die Grüntöne auch mit dem Glitzer. Man sagt ja eh, dass diese ganzen pastelligen Töne ein bisschen schwieriger sind, kreidiger sind. Ich habe gerade das mal dem George gezeigt. Da sagt sie jetzt, ja, so schlimm sieht es jetzt nicht aus. Aber bei dem Grün, das ist halt definitiv, die Farbe hat nicht gehalten und sieht in der Ecke hier richtig fleckig aus. Aber ich würde mich gerne noch weiter durchprobieren, um vielleicht endgültig zu sagen, nee, mag ich gar nicht oder, ne. Aber halt so, widmen wir uns den Lippen und die tupfe ich mir immer hier so drauf oder also so streiche ich, ne, und dann in die Ecken tupfe ich, aber auch nur innen. Und dann schmiere ich mir das mit meinen Lippen raus, also eigentlich nur innen drinnen. Macht halt, ich finde das so bestialisch. Wir können ja mal aus Spaß den so ein bisschen noch drüber toppen, damit ihr ein bisschen mehr Effekt seht. Aber ist das nicht nice? Und jetzt so Jeansjacke, so weiß oder so anziehen und finde ich richtig toll. Schon wieder mein Mund. Dann gebe ich mir gerne so ein bisschen Gloss drüber, hier so von Essence einer. Schaut mal. Ah, die finde ich richtig gut, diese Tints, Lip-Tint-Dinger.
Was für ein Struggle, Freunde. Wir sind aber durch. Ah nein, ich habe mir hier noch auch von Catrice Oil Control Matte Fixing Spray geholt. Das finde ich riecht auch herbe komisch. Stunden long lasting. Ja, es hat seinen Job gemacht. Mehr kann ich das also auch nicht groß sagen. Da mag ich das von Catrice mit diesen 3% Kokosdings da viel, viel lieber. Aber naja, das ist jetzt auf einmal der fertige Look, Freunde. Ihr könnt mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ihr so gedacht habt, was ihr so über die Produkte denkt und habt die Erfahrungen mit der Nikita Morphe Palette. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr Tipps und Anwendungs Tipps mehr mit mal einpflegt. Und ich würde der auf jeden Fall noch eine Chance geben, weil die hat halt wunderschöne Farben. Wir haben hier so ein Gold. Ja, da siehst du, da war schon wieder etwas kreidiger, kratziger und kommt im Verhältnis zu dem Gold jetzt gerade nicht so viel Pigment drauf. Dann haben wir so einen Bronzeton, der fühlt sich, der sieht wieder ganz anders aus. Hier, was haben wir hier? So ein Grün-Schwarz, der fühlt sich auch direkt anders an. Ne, wir haben hier noch so ein ganzes Grün. Ja, das ist auch schön. Ah, das hat bei mir auch nicht den Tag über gehalten. Da habe ich noch ein bisschen Glitzer, also hier ist so ein Grün. Mega schön einfach. Wir haben so ein Gold, wir haben so ein Kupfer und das ist halt auch schon wieder ein bisschen dezenter. Dunkelbraun, Gold und Schwarzgrün. Sind von der Formulierung alle doch recht unterschiedlich, aber ich finde es schön. Und ich freue mich einfach auf weitere Looks. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt. Und dann sehen wir uns wieder bis nächste Woche. Und hier findet ihr... Nein, wir müssen hier anfangen. Hier könnt ihr mich gerne abonnieren. Und hier findet ihr weitere Videos von mir. Macht's gut. Ciao.